Hallo und willkommen zurück zu Signal. Das ist jetzt fast After Image gesagt. Was ist denn mit mir? Wieso kann ich mir denn nicht mehr merken, was ich spiele? Wir sind bei Folge 6 angekommen. Haben einen Erzschlüssel dabei. Wir haben den Rohling fertig gemacht. Und wir müssen die 5 Elemente zusammentragen. Feuer, Erde, Wasser, Luft und Gold. Und ja, wir gehen mit der Pistole bewaffnet in den Arztraum rein. Ich kann ja nicht schief gehen. Oh, es ist kein Gegner hier. Das muss aber nichts heißen. Ein Autoinjektor. Okay, was macht der? Einweginjektionsspritze. Stellt eine sehr große Menge Gesundheit sofort wieder her. Mobil einsetzbar. Aktiviert sich automatisch bei Systemversagen, wenn ausgerüstet. Cool. Es heilt mich automatisch. Ah, der Steckschlüsselaufsatz. Den haben wir gesucht. Das können wir durch die... durch den Lüftungsschacht durch. Schnell trocknender Bauschaum? Da der Rationsplan schon wieder geändert wurde, geht uns das schnell trocknende Reparaturspray aus. Ah. Wie sich herausgestellt hat, können wir aber unser eigenes herstellen, indem man einfach Coagulant K mit normalem PU-Schaum mischt. Das Resultat dehnt sich nicht so stark aus, aber es härtet sofort und erzeugt ein recht stabiles Gemisch, falls man es eilig hat, Reparaturen fertig zu bekommen. Man kann normale Replika-Reparaturflicken als einfache Quelle für Coagulant K benutzen und sie mit normalen Reparatursprays kombinieren. Gut zu wissen. Dankeschön. Das werden wir dann auch mal ausprobieren. Kommt jetzt irgendwas, was mich umbringen will? Nein. Umso verdächtiger finde ich das. Umso verdächtiger finde ich das. Okay. Dann gehen wir nochmal... Ja, eigentlich müssen wir jetzt nach unten. Ich gehe mal ganz kurz hier an die Truhe. Weil ich mal ausprobieren will, ob ich das tatsächlich kombinieren kann. Das heißt, wir schmeißen das hier weg und holen uns raus ein paar Reparaturflicken, ein paar Reparatursprays. Dann wird das kombiniert. Achso, kein Platz. Mist. Was habe ich noch dabei? Den Stecker. Den Steckschlüssel meine ich. Den Stecker. Ich habe den Stecker dabei. Ah. Okay. Sehr gut. Ja, gerne. Machen wir weiter. Das ist ein Traum. Jetzt haben wir gutes Reparaturspray. Brauchen damit also weniger Platz und können uns damit also mehr auch heilen. Ich gehe mal davon aus, das war eine gute Investition und nicht, dass mich das Spiel scammen will. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Videokassette. Ich meine, wir haben im oberen Stockwerk einen Kassettenrekorder, aber das schaue ich mir halt dann später an, wenn wir mal wieder oben sind. Ich möchte jetzt nicht durch die ganze Map rennen. Nur um dann mich am Schluss trotzdem zu verlaufen oder beziehungsweise nichts zu finden. Ich bin mir sicher, wir haben schon mal einen gesehen. Weil ich bin mir sicher, wir haben uns auch eine Videokassette schon mal angesehen. Vielleicht erinnere ich mich da falsch. Was ist denn ein S-Lock? Security-Lock? Ah, natürlich. Ja, okay. Klar, 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 klar. Alles gut. Warte mal, wir können doch mal auf der Karte gucken. Warte mal, da müsste doch irgendwo stehen. In der Rezeption, gut, da ist kein Ding. Elevator Control, Exam Room, Imaging. Achso, zum Röntgen. Dann Stockwerk nach oben. Mineshaft, Lockers, Showers, Registry, Interrogation, Isolation, Office, First Aid, Evidence Storage. Also hier oben im Interrogation Verhörraum. Ach, guck mal, wenn man drüber hofft, sieht man sogar, was es ist. Ich glaube, hier war nichts. Ich glaube, ich bilde mir das ein. Ich glaube, wir haben nichts zum... Wir hatten einen Microfilm Viewer. Daran denke ich wahrscheinlich. Das ist aber noch der Wall Save. Wieso ist der noch drauf? Wieso ist der nicht raus... gefärbt? Habe ich den nicht ge... Glass 4B. Habe ich den nicht geöffnet? Ha. Huh. Da muss ich vielleicht nochmal gucken. Aber auch jetzt nicht. Das machen wir jetzt mal nicht. Jetzt machen wir mal hier ein bisschen Progress und lassen uns nicht erschrecken. Wunderbar. Muss nur immer mal wieder gucken, dass ich in die richtige Richtung laufe. Nicht, dass ich mich irgendwie verlaufe. Das wäre natürlich schlecht.
Ich erwarte jede Sekunde, dass mich was anspringt. Jetzt erwarte ich es. Nicht so wie das letzte Mal. Als es dann einfach plötzlich vor mir, in mir drin stand. So, hier muss ich jetzt ganz, ganz, ganz schnell durch, ohne dass ich mich irgendwas berührt. Aha, ich muss nochmal kurz raus. Denn da liegt ja die Munition. Die will ich natürlich mitnehmen. Weil Magnum-Muni lasse ich auf keinen Fall liegen, kannst du vergessen. Ich bin ein erfahrener Resident Evil-Spieler. Ich weiß, dass ich Magnum-Munition brauchen werde. Oder zumindest wahrscheinlich brauchen werde. So. Schraub das mal auf. Das dreht sich so langsam, du musst ja nicht durchkommen. Das hintere wird ein Problem. Ach, ich muss gar nicht durchkommen, ich muss nur das... Ah! Okay, das reicht aber trotzdem noch nicht. Ach so. Warte mal, habe ich den Tresor? Der Tresor, den ich gerade auf der Map angeguckt habe. Habe ich den nicht aufgemacht? War das nicht der Tresor mit dem Baum? Ich meinte, ich hatte den aufgemacht. Ah, ich bin mir so unsicher. Ich habe doch jetzt immer noch nicht alles. Ich habe doch immer noch nicht alles, was ich brauche. Das kannst du mal einlagern, das kannst du mal einlagern und dann schauen wir mal nach. Wir haben den Luftschlüssel, den Schlüsselrohling. Wir haben Wasserschlüssel. Wer ist 3? Ja, 3 ist natürlich ein bisschen wenig, ne? Dann mal gucken. Hier ist nichts mehr. Hier ist das Slog. Elevator. X-Ray. Card PC Office. Müsste aber alles funktionieren. Dafür brauche ich nur die anderen 2 Schlüssel noch. Naheliegend wäre jetzt natürlich, dass ich irgendwo die Kassette benutze und dann da noch was finde. Das heißt, ich werde jetzt wohl mal ein bisschen backtracken gehen. Ich glaube, wir fangen bei dem Tresor an. Hier bei dem Wall Safe in Klasse 4B. Ach ja, wir können ja gar nicht fahren, wir haben wieder keine Protector-ID. Der Fahrstuhl geht ja mal wieder kaputt. Das heißt, ich muss das hier alles irgendwo benutzen können. Das heißt, hier muss es irgendwo einen... Also vermutlich eine Möglichkeit geben, meine ganzen Sachen einzusetzen. Das heißt, ich habe sie noch nicht gefunden. Ist hier vielleicht irgendwo ein Videorekorder? Nee. Dann muss ich vielleicht nochmal in die Morgue gehen. Ich weiß aber nicht, da stand irgendwas, aber ich weiß nicht mehr, was da stand. Gleich nochmal gucken. Ah, das war eine Tür! Da ist einfach nur eine Tür, in die ich nicht reingegangen bin. Mein Fehler! Ich bin schon gewundert, dass ich nichts mehr finde. Was ist denn hier los? So. Ach, schau an. Ein ganzer Korridor mit weiteren Türen. Und direkt einem Eingang in eine Tür. Und einen großen, dunklen Raum. Ach, schön. Und ein Fernseher. Schön. S23 Med. Patient Eule S2321. Patientin hat sich über starkes Unwohlsein und Kopfschmerzen beschwert. In den Krankenflügel eingewiesen, nachdem sie während der Arbeit Oxidanzflüssigkeit erbrochen hat. Krankheitsbild stimmt überall mit jüngsten Fällen im Protektorpersonal. Obwohl wir noch keine Spur haben, was dieses Syndrom auslöst, haben wir ähnliche Krankheitsverläufe bei allen Patienten beobachtet. Am seltsamsten scheint, dass der Krankheitsverlauf des Syndroms in Replika- und Gestaltpatienten ähnlich zu verlaufen scheint. Erstaufnahmeuntersuchung zeigt Hypotonie, hohes Fieber und Dehydration, innere Blutungen, starker kognitiver Abbau innerhalb des ersten Zyklus, Alopecia und Purpura, was auch immer diese Worte bedeuten. Innerhalb von 5 Zyklen beginnt Haut sich in großen Stücken abzuschälen. Igitt. Verlust der Sehkraft und Fähigkeit zu kommunizieren können folgen. Gestaltpatienten
erliegen normalerweise während dieser Phase Infektionen. Bei Replika-Patienten gehen die Erfahrungen auseinander. Das ist ja wirklich Zombies, ne? Ein Fernseher. Wenn ich eine Videokassette hätte... Ach, ich hab sie nicht dabei, ne? Ja, ich hab sie natürlich nicht dabei. Okay, aber wir wissen Bescheid. Ist das jetzt auch markiert? Ah, ein VCR-Player. Okay. Du stehst da immer noch? Ja, dann muss ich dich ja anschießen, ne? Ich weiß nicht, ob ich mehr Schaden mache, wenn ich das so klein werden lasse. Ich habe das Gefühl, ich mache mehr Schaden, wenn das rote Quadrat kleiner ist. Okay. Schaden haben wir nicht bekommen, wir sind gut. Ein Schlagstock. Und ein grünes... Wie nennt man das denn? Ein Oszilloskop? Nein. Doch. Ich weiß es nicht mehr. Huch. Replika killst sofort Hilfe 2,5? Was ist los mit mir? 2,0 Milliliter Verpackungsbeilage. Gebrauchsinformationen. Informationen für Anwender. Replika-Kreislaufstimulanz. Injektionslösung in einem Autoinjektor. Wirkstoff Replika-Kreislaufstimulanz N99,9%. Extrem wirksam, nur für Replika-Anwendung. Was ist Replika-Kinstemin? Soforthilfe und wofür wird es angewandt? Kinstemin ist eine sterile Lösung in einem Autoinjektorstift zur notfallmäßigen Injektion. Kinstemin wirkt sofort im Replika-Kreislauf und stellt Systemgesundheit wieder her. Kilstenim ist zum Abwenden von kritischem Systemversagen in Replikastellen der Generation 3 und höher vorgesehen. Wie ist Replika-Kilstenim anzuwenden? Benutzt im Inventarbildschirm, Werkzeugslot ausrüsten, wenn unterwegs zu benutzen, wenn ich unterwegs zu benutzen, Achso, ich kann das also ausrüsten in dem Slot, wo ich auch die Schlagstöcke drin habe. Und dann kann ich mit L1 die Dinge einfach aktivieren, okay. Wenn der Autoinjektor im Werkzeugslot ausgerüstet ist, wird er automatisch aktiviert, wenn das Replikasystem sonst versagen würde. Aha, das muss man equipped haben. Gut, das ist wichtig. Systemversagen wird verhindert und das System wird sofort teilweise wiederhergestellt. Bitte suchen Sie immer medizinische Fachhilfe nach einem abgewendeten Systemversagen auf. Okay. Jemand liegt im Sauerstoffzelt. Es fällt mir schwer, sie anzusehen. Achso, weil dir das Gesicht abfällt. Ja, kann ich dir nicht verdenken. Kann ich damit irgendwie interagieren? Das ist nicht das Sauerstoffzelt, was du da anschaust. Das ist gerade ein Schrank. Okay. Wenigstens versucht sie, mich nicht zu fressen. Erstmal noch. Hier geht's auch rein. Gehen wir direkt rein. Es sind schon wieder zwei. Da liegt aber scheinbar auch irgendwas am Tisch. Reparaturspray oder so. Ah! Treten! Ich hab das anders gespielt, als ich es eigentlich spielen wollte. Aber wir haben gar nicht so viel... Naja, ein bisschen Schaden haben wir bekommen. Aber wir haben auch wieder ein Reparaturspray gefunden. Können wir dann gleich wieder benutzen, um... Munition, nice. Direkt in die Knarre rein. Können wir dann direkt wieder benutzen mit den Reparaturflicken, um Reparatursplay Plus herzustellen. Was haben wir hier? Shotgun Muni, nice. Was haben wir hier? Shotgun Muni, nice. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es liegt hier, da liegt noch was. Ich sehe das. Ich sehe das. Das ist da was. Oder ist das nur Gore, was auf dem Tisch liegt? Was haben wir hier? Das ist noch was. Ich hab nichts, was ich jetzt irgendwie hier miteinander kombinieren könnte, nicht wahr? Nee. Schade. Reparaturflicken. Merken wir uns. Kommen wir nochmal wieder. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch einen Safe Room hier. Ich glaube zwar nicht, weil das halt alles relativ nah am Safe Room gerade dran ist. Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht ist ja hier einer. Du bist kein Feind, du sitzt am Stuhl und du hast auch noch Haut. Das heißt, dir geht's gut. Alle sind seltsam geworden. Ich glaube, ich bin die Letzte, die übrig ist. Werde ich auch krank werden wie die anderen? Ich habe Angst. Ich will nicht sterben. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Haben wir uns schon mal getroffen?
Zuerst war es nur Kommandantin Falke, die krank geworden ist. Ganz langsam haben dann alle angefangen, sich komisch zu verhalten. Ich traue mich nicht, da rauszugehen. Ich will nicht wie die anderen werden. Ich will nicht sterben. Okay, mit Kommandantin Falke hat es angefangen, alles klar. Memorandum. Oh, Wandressor-Kombination. Mir ist zur Kenntnis gelangt, dass zumindest ein Arbeiter die Ausstrahlungsfrequenzen bla 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 bla. Das kennen wir schon. Das heißt, hier wird wahrscheinlich wieder ein Wandtresor irgendwo sein. Und vermutlich ist das einer. Das ist ein Schwert. Jetzt muss ich nur die Notiz finden. Die Notiz müsste hier irgendwo sein. Hier. Schwert. Eins, zwei, sieben, neun, null. Ist das die Kombination? Das könnte sein. Ha. Weiß ich nicht. Wir gehen jetzt erstmal das hier durch. 2, 2, 5. Okay. 2, 2, 5. 0, 8, 4. 6, 9, 0. 0, 8, 4, 6. 6, 9, 0, 8, 4. 6, 9, 0, 8, 4. Das hat mich fast verarscht. 6, 9, 0, 8, 4. Ah. Aber ich meine, ist ja trotzdem einfach. 6, 9, 0, 8, 4. 6, 9, 0, 8, 4. Nee, hat nicht funktioniert. Okay. Moment, da muss ich mir das aufschreiben. 6, 9, 0, 8, 4. Und wenn ich jetzt in meinen schlauen Kodex gucke. Dann ist das natürlich ein R. Ein K. Die 0 ist das E. Die 8 wissen wir nicht. Und die 4 ist H. Aber wir haben ja alle Buchstaben links abgebildet, bis auf einen Buchstaben. Das heißt, der Buchstabe, der nicht hier abgebildet ist, muss auf dem Touchpad dann die 8 sein. Auch wenn das eine andere Reihenfolge ist. Das heißt, ich schreibe mir die Buchstaben auch mal insgesamt auf. A, N, B, H, S, R, Tet, irgendwas, K und E. So, jetzt habe ich alles zusammen. Jetzt müsste ich das eigentlich easy knacken können. Das F. Das F ist die 8. Okay. Also. Das heißt, wir wollen R, K, E, F, H. Riesiges Gehirn. So schlau. Der Wahnsinn. Ist das ein Auge? Ich frag für einen Freund. Kein Platz, um eidetisches Modul zu benutzen. Oh, Krematoriumschlüssel. Ah, toll. Ja, großartig. Ich komme gleich wieder, ne? Versperrt. Versperrt. Offensichtlich komme ich tatsächlich gleich wieder, weil ich muss jetzt direkt zurück. Kann ich mir gleich mehr Platz machen, als ich... Warum lebst du? What do you mean? Ich hab dich getötet. Ich hab das Blut an meinen Schuhen. Warum steht die wieder auf? Warum leben die wieder? Ich meine, ja, es sind Zombies, aber what? Lass mich in Ruhe. Ich möchte das nicht. Shotgun-Money wird eingelagert. Wir kombinieren den Flicken mit dem Reparaturspray. Lagern das ein. Dann haben wir dann einen Flicken, der da liegt. Dann haben wir den Schlüssel und
das Auge. Du müsstest also vom Platz her reichen. Ich speichere mal, bevor ich jetzt übertrieben viel Damage kriege und das Ganze dann nicht überlebe. Das wäre schlecht. Wir speichern mal wieder auf Platz 1. Ich mache das immer ganz gerne, dass ich mit jeder Aufnahme auf einem Slot speichere. Nicht, dass mal irgendwie wann dann irgendwas mit der Aufnahme nicht passt und ich dann alles komplett replayen muss. So muss ich halt nur eine Stunde oder so nachspielen, höchstens. Hi! Oh mein Gott, ist die schnell. Ich kann die doch bestimmt noch einfach umgehen. Was ist denn, wenn ich jetzt... Huh! Ah, ich mag das nicht. Lass mich in Ruhe. Die andere ist wohl nicht mehr da, oder was? Oh, bitte, ihr dürft nicht aufstehen. Ihr müsst tot bleiben. Bitte, 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 tu mir nicht weh, bitte, tu mir nicht weh, erschreck mich nicht, tu mir nicht weh, dankeschön. Oh Gott, ich bin so glücklich. Dankeschön, ist so nett. Okay. Die hat sich einen richtig beschissenen... Danke, das ist ein schlimmer Punkt. Du bist noch nett und freundlich? Du bist freundlich, okay. Lass dir nicht stören, dass ich hier die ganzen Sachen vom Chef nehme und hier das Auge sogar vom Chef mitnehme. Da muss er was. Da muss er irgendeine wichtige Information drin sein. Ein altes fotografisches Speichermodul erlaubt das Aufnehmen von bis zu 6 visuellen Erinnerungen. Extrem veraltet, aber konnte noch nützlich sein. Oder könnte noch nützlich sein. Vielleicht sind da noch welche drauf. Kann ich irgendwo einstecken? Ist das mit der Glühbirne mit einem Auge drauf? Das ist eigentlich ein cooles Design, ne? Gibt's sowas schon? Oh, das soll ich nicht so laut sagen, ne? Mein Patent! Ne, aber so Glühbirnen mit einem Auge drauf? Als Designentscheidung? Ach, ich muss die Videokassette auch noch holen, ne? Das ist bestimmt cool und gruselig! Okay, es ist nur minimal stressig, da durchzulaufen, dann ist gut. Da die Dinger aber keine Türen durchschreiten können, ist alles cool. Ach, das muss ich bestimmt... das kommt weg. Pass auf, ich habe eine Idee. Wir nehmen mit das Auge. Und... das Videotape. Lass mal die... Lass mal das Zeug da. Man weiß ja nie, was jetzt in dem... Ah ne, in dem Videotape wird wahrscheinlich nichts drin sein, ne? Wo ist das Auge? So. Und dann war alles dabei. Das Videotape wird wahrscheinlich verbraucht. Oh, sie ist hier. Okay, die andere steht am anderen Ende des Raums. Rein hier. War das Zelt nicht vorhin noch anders aufgebaut? Das Lebenserhaltungszelt? Oder denke ich an einen anderen Raum? Ich glaube, ich denke an einen anderen Raum. Ich hoffe, ich denke an einen anderen Raum. Der Weg nach Hause. Oh! Ach so! Ich bin hier! Okay. Wir fahren Zug. Da hinten ist jemand. Hallo? Und sie ist weg. Aber sie hat ihre Nummer da gelassen. Das war leicht. Das brauche ich. Goldschlüssel nehmen. Ich habe doch gar keinen Platz. Eine Sonderzugangskarte mit einem Goldmotiv. Ich habe wohl doch Platz. Warum ist die Musik so traurig? Die sahen, wenn ich mich... Oh Gott! Oh, Gänsehaut schon wieder gekriegt. Wenn ich mich an die erste Folge zurückerinnern versuche, sage ich extra, weil ich mir nichts merken kann. Dann glaube ich, dass... Also wir haben ja zweimal so ein Foto gehabt hier von der Dame, die wir suchen. Und jetzt suchen wir nach Alina Sio. Und vorher haben wir nach Ayano irgendwas gesucht.
Die sah aber auch anders aus. Hat die gleichen Initialen, aber die hat anders ausgesehen. Jetzt frage ich mich, war das jemand mit weißen Haaren? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh, über Leichensäcke, das habe ich vorhin gar nicht gesehen, weil ich so panisch darauf geachtet habe, dass ich nicht ermordet werde von der Dame, die da rumläuft. Schnell ins Krematorium, da sind wir bestimmt sicher. Oh. Was Süßes. Termit! Lecker! Ordnungsgemäße Leichenentsorgung. Mit Termitfackeln? Eule 2306 und 05. May oder Mai. Wie du vielleicht gehört hast, gab es inzwischen mehrere Vorfälle, in denen die Körper von ausgemusterten Protektoren spontan reaktiviert sind und sich fehlerhaft verhalten haben. Hab ich bemerkt, ja? Laut Novembers Autopsiebericht scheinen alle betroffenen Einheiten eine Art krebsartigen Tumor in ihren organischen Bauteilen gehabt zu haben. Sie ist der Ansicht, dass dieser Tumor die Replika sogar nach Stunden nach dem Tod reaktivieren könnte, wenn sie nicht komplett verbrannt wird. Wir wissen nicht, was die Ursache ist und sind unsicher, wer betroffen ist. Mit nur zwei Verbrennern, die man auch noch ständig neu kalibrieren muss, kommen wir mit dem Verbrennen der Leichen nicht hinterher. Deswegen improvisieren wir. Diese Thermitfackeln können sich durch Replikapanzerung durchschmelzen und die organischen Bauteile von innen verbrennen. Ich habe noch mehr davon beantragt, aber ein Formular hat gefehlt, deswegen müssen wir noch etwas länger durchhalten. Juni, okay, also die sind nach Nummern sortiert und ihre Namen sind nach Monaten sortiert. Weil sie war Nummer 6, sie ist Juni und sie hat an Mai geschrieben, nämlich die Nummer 5 und Nummer... November ist dann wahrscheinlich Nummer 11. Weiß nicht, ob das relevant wird, aber wir merken es uns mal. Oder ich versuch's zumindest. Ich würde sagen, einer der Brennöfen brennt gerade. Was macht der Schalter? Hab das Gefühl, mir fehlt ein Hinweis fürs Rätsel. Selbst zündender tragbarer chemischer Pyrotechnikstab brennt extrem heiß für eine kurze Zeit, kann benutzt werden, um Gegner zu verbrennen. Wie in Resident Evil, dann kann man die anzünden und dann sterben die. Permanent und stehen nicht wieder auf. Oh, da will ich rein. Das ist extrem hell. Wahrscheinlich die Feuerkarte. Okay, Gas muss runter. Oder Hila? Ich weiß nicht, ich drück mal nochmal. O2 muss hoch. Okay, nach rechts. CO2 muss hoch, nach rechts. Und Gas muss runter. So. Also das lese ich jetzt hier drüben raus. Hier ist ein Fehlercode. CO2-Pfeil nach oben, also brauchen wir wahrscheinlich mehr CO2. Oder ist zu viel CO2, das kann auch sein. Gas ist nach unten und O2 ist nach oben. Wir probieren es jetzt einfach mal. Mal gucken, ob es klappt. Ah, wir müssen uns an der roten Linie wahrscheinlich orientieren. Jetzt weiß ich natürlich nur nicht, was macht. Aber wahrscheinlich haben wir dann tatsächlich zu viel O2. Mal gucken, was das jetzt macht mit der Linie. Das ist ein cooles Rätsel irgendwie. Ich sehe nicht, dass sich irgendwas verändert hat. Was ist denn, wenn ich alles nach links drehe? Oh, okay. Okay. Das heißt, ich will das hier vielleicht mal nach rechts drehen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aha. Dann macht das so ein bisschen eine Kurve. Das heißt, wir brauchen insgesamt weniger CO2, bisschen weniger Gas. Was kommt? So vielleicht? Aha, aha, aha. War schon ganz gut. Ich glaube, ein bisschen weniger... Nee, ein bisschen mehr Gas vielleicht? Okay, O2 ist scheinbar richtig, weil guck mal, das passt hier. Machen wir mal so.
Und so, einen Ticken hoch und einen Ticken runter. Oh, zwei könnte schon passen jetzt. Ja, da Ticken runter, da einen Ticken hoch. Okay, 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 wir kommen näher, wir kommen näher. CO2 passt, das heißt jetzt einfach ein bisschen mehr Gas. Ach so. Na, das kann ja nicht sein. Mehr Gas? Habe ich das in die falsche Richtung gedrückt? Ich habe es in die falsche Richtung gedreht. Ja, kein Wunder, dass es nicht klappt. Mehr! Wir machen mal volle Bulle. Wie? Ach, da steht! Um Schaden an Gerät und Personal zu verhindern, benutzen Sie stets die korrekte CO2-Gas- und O2-Zufuhreinstellungen, wenn Sie die Abschaltprozedur einleiten. Unsachgemäßes Senken der Temperatur belastet das Material, kann die Verbrennungsanlage beschädigen und kann lebensgefährliche Unfälle erzeugen. Gut, dass ich nicht einfach nur an den Reglern rumdrehe, bis es funktioniert. Diese Verbrennungsanlage ist mit einem automatischen Schutzmechanismus ausgestattet, welcher die Abschaltung abbricht, wenn Temperaturen außerhalb der erlaubten Spanne entdeckt werden. Abschaltprozedur. CO2, Gas und O2-Zufuhr mithilfe der drei Drehknöpfe einstellen. Abschalthebel betätigen. Temperaturplotter im Blick behalten. Bei inkorrekten Einstellungen bricht der Schutzschalter die Abschaltung automatisch ab. Drehknöpfe an Warnlichter anpassen, dann erneut den Abschalthebel betätigen. Wenn die Temperatur unter der Linie ist, zeigt ein weißes Licht an, dass die Verbrennungskammer gefahrlos geöffnet werden kann. Aber dann heißt es ja, dass ich zu viel Gas benutze. Dann vielleicht so. So? Ich weiß es nicht. Nochmal ein Ticken mehr. Ein Ticken höher. Noch einen Ticken höher. Jetzt müsste aber passen. Oder? Jetzt passt es aber. Weil jetzt muss es passen. Ne? Klar. Ah! Das war cool. Nice, jetzt können wir die Karte nehmen. Kein Platz. Fuck. Wieso habe ich keinen Platz? Weil ich die Thermitfackel bekommen habe. Ja, das ist natürlich doof. Oh God, oh Jesus, oh Lord, oh no. Okay, ja. Na gut, dann würde ich sagen, da meine Zeit ist zu Ende, meine Zeit ist abgelaufen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Die holen wir dann das nächste Mal. Ich hoffe, ich denke dran. Ich werde bestimmt dran denken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao.